Wörlitz, der Park. Und Schnatterinchen. Den Wasserbier jetzt, das mache ich hier. Wenn die kommen. Ich hätte eine Ringelnatter zu bieten. Ja. Ja. Was jetzt der Verschluss oder was? Ja, hier auf dem Stein. Aber rumkommen, sonst kriegst du einen Schritt gleich.
Ich hätte es dir auch wechseln können, Mensch. Da darf ich dir nochmal wechseln. Kommen. Hatte ja auch überall jetzt so fürs Baden war, aber also für Reinlichkeit, schmutzige Kinder konnte er nicht leiden. Also es war ja früher, war das so ein bisschen auf Hygiene mehr geachtet wurde. Die Platze hält, wo er früher dran war, damit das auch alles wieder zueinander passt. Ja. Ja. Und oben jetzt hier, das sind alles Schlackesteine, also keine Steine aus Italien, sondern alles einheimische Steine. Sie hat ja schon Erzabgang da. In Mansfelder Land auf ja, wir kommen da aus der Nähe. Da haben sie das geholt. Hm. Und diese Porphyrplatten hier unten, wo man drauf geht oder die überall mit verarbeitet sind, die haben sie damals hier auch in Mühle und haben sie mir erzählt, dann wurden die damals abgebaut. Damals auch. Hm. Zu Fürstenzeiten, es wurde nicht ausgeschmückt. Lediglich waren Fenster davor. Hm. Ach so, ja, davor. Aber die Nischen waren immer frei. Neugotischer Baustil, also... War da was drin? Nein, man kann das ja auch sehen. Und dann immer dieses Widerspiegelgleich, oben diese Kuppel, die Einteilung ist dann unten an der Decke. Ja. Ja, ja. War immer schön. Den Blick dann wieder übersehen. Ja. Jedes Mal. Sehr schön. Je nachdem, wo man sich gerade befindet. Nochmal wunderschön aufnehmen. Mhm.
Weil dieser Aufgang, Bogenaufgang, dieser Triniton und die Nischen, die man jetzt sieht, waren verkleidet mit schwarzen Bitzklappen und Bemalungen zu den vier Jahreszeiten. Ja, jeweils eine weibliche und eine männliche Figur. Mhm. Auch der Fußboden war mit schwarzem Estrich. Und in der Mitte kann man noch etwas, hier ein Postament, ja, ein schwarzes, ja, und darauf eine Bildsäule, eine weiße Bildsäule mit einer Alabasterschale mit einem Licht. Ja. Schön hier im Wörlitzer Park. Wackelnde Brücke. Jetzt gehe ich über die wackelnde Brücke. Eine schwimmende Brücke. Und hier ist Jasmin. Das duftet. Das duftet. Die sind schlau, die Fische. Hier an der Brücke, die haben sie wahrscheinlich etwas gefüttert. Thank you.
So, der zieht eine Show ab. Oh, fixt der da nicht. Das ist ja gut.